liebe große Wallfahrergruppe aus Würflach, liebe Brüder und Schwestern, immer wenn ich aus dem Evangelium den See Genezareth höre, muss ich an meine eigene erste Wallfahrt in das Heilige Land denken, als ich dort stehen durfte, am See und an den vielen Städten, wo Jesus gelebt und gepredigt hat. So wie hier jede Statue und jedes Votivbild von den großen Glauben kündet, die die Menschen hier gelebt haben, so ist es in Israel so, dass jedes kleine Staubkörnchen von Jesus predigt. Und als damals der Bootsführer mit uns auf dem See hinausgefahren ist, bei relativer Windstill, sind wir dann an einem Ort bei dem See gekommen, wo etwas ganz Ungewöhnliches passiert ist. Es war relativ windstill, aber aus dem Gebirge, aus dem Golangebirge ist auf einmal ein Fallwind gekommen und hat das große Boot doch sehr ins Schaukeln gebracht. Für uns war das ein bisschen mulmig. Bei den Jüngern war es so, dass das nicht einfach ein Fallwind war, sondern ein regelrechter Wirbelsturm, der die erfahrenen Fischer, die mit allen Wassern gewaschen waren, in Angst und Panik versetzt hat, sodass sie Jesus weckten, der seelenruhig im Boot geschlafen hat. Und dann ist eben dieses übernatürliche, überwältigende Wunder passiert. Jesus erhebt sich, er steht vom Schlafe auf, droht dem Wind und der See, schweig, sei still, und es tritt völlige Stille ein. Am See, aber auch in den Herzen der Jünger. Jesus zeigt sich hier im Evangelium nicht nur als der Herr über die Naturgewalten, sondern auch als der Herr über die Herzen der Menschen. Er hat in Wirklichkeit zwei Stürme gestillt, den kosmischen Sturm und den geistlichen Ansturm der Angst im Herzen der Jünger. Das ist auch der springende Punkt im übertragenen Sinn in diesem Evangelium, dass es ganz andere wütende Stürme in dieser Welt und in unserem Leben gibt, die alleine Jesus stillen kann, die nur Jesus auch zur Ruhe bringen kann. Ich denke da an das Chaos, das auch meine eigene Sünde immer wieder in mein Leben bringt. Ich denke da an die geistigen Wirbelstürme, die wir alle erleben, wenn wir jetzt ins Heilige Land und in die Krisen- und Kriegsgebiete dieser Erde blicken, die wütenden Stürme in diesen Ländern, aber auch in unserem eigenen Land. Vor einigen Tagen durfte ich auf Erholung in meine oberösterreichische Heimat fahren, viele Stationen besuchen, mit vielen Menschen, Freunden, Bekannten sprechen, und fast immer wurde ein Thema dabei angesprochen und diskutiert, das wie eine Sturmböe durch die Medien vor einigen Wochen gegangen ist und das Sie sicher auch alle mitbekommen haben, dass nämlich in Österreich, vor allem in Wien, der Islam immer stärker wird. Dass eine Tendenz besteht, so sagen die Forscher, dass der Islam in einigen Jahren und Jahrzehnten eine dominierende Rolle in Österreich einnimmt. Dass er ein Element sein wird, das die Gesellschaft prägt mit seinen eigenen religiösen Vorstellungen. Und mit allem gebotenen, nötigen Respekt, für mich persönlich ist das nicht das Österreich, das ich mir wünsche, und vielleicht und sicher auch nicht viele Österreicher. Bei dem Besuch durfte ich die Reaktionen ablesen, denn es ist nicht nur eine Frage der Religion, sondern es ist eine Frage auch für alle Menschen, die nicht mehr religiös sind, wie sich unsere Gesellschaft gestaltet, wie das Zusammenleben und die Werte auch wirklich gelebt werden. Bei einer Taufe vor einigen Tagen hat eine Mutter einen ganz interessanten Vergleich gebracht. Sie hat gesagt, sie hat das Gefühl, dass das Christentum in unserer modernen Gesellschaft für viele so etwas wie eine Extraportion Schlagobers geworden ist. Manchmal gönnt man sich das am Hochfest, aber an den Werktagen schmeckt das Leben auch ohne diese Extraportion auch so. In Wirklichkeit
ist der Glaube, der christliche Glaube, aber keine Extraportion, irgendein Sahnegupf, sondern der Hauptbestandteil unseres Lebens, unserer Werte, unserer Moral, unserer Gesellschaft. Der christliche Glaube ist das Fundament unserer Gesellschaft, die Säule unseres Zusammenlebens. Ja, ich möchte sagen, die Wurzel, aus dem unser Zusammenleben erst wirklich wahrhaft möglich wird. Und das haben die Menschen, denen ich begegnet bin, auch gespürt, vielleicht unbewusst. Denn wie haben sie reagiert? Manche haben auf den demografischen Umbruch reagiert. Es gibt zwei Arten. Die einen mit einer Verzweiflung, dass man und vor allem das Ich nichts ändern könnte. Eine Verzweiflung, die auch bis zur Angst geht, die dann wieder andere Emotionen hervorbringt, die wir eigentlich nicht brauchen. Verzweiflung ist das eine. Das andere ist die Vermessenheit, die Einbildung, dass das Ganze ja eh keine Konsequenzen für uns alle hat. Vermessenheit, dass man die Gegebenheit von dieser Sache unterschätzt und damit auch sich selber unterschätzt. Denn heute, liebe Brüder und Schwestern, möchte ich Ihnen etwas ganz Wichtiges sagen. Heute ist es nicht so wie im Evangelium, dass Jesus die Augen zu hat und schläft, sondern dass zum großen Teil die Christen die Augen verschließen vor dem, was sie tun könnten und tun müssten in dieser Zeit. Denn das Problem ist nicht nur, dass die Moslems in Österreich immer stärker werden, sondern dass die Christen, dass wir Christen zu schwach sind, dass der Glaube abnimmt, dass der Glaube eigentlich gelebt und geliebt werden müsste. Ja, wenn es heute in den Wiener Volksschulen ein Viertel der Kinder ohne religiöses Bekenntnis gibt, dann geht die Tendenz dahin, dass Wien 2040 50% der Gesamtbevölkerung ohne religiöses Bekenntnis haben wird. Wie reagieren wir drauf? Mit Verzweiflung, mit Vermessenheit oder mit Vertrauen? Mit einem aktiven Vertrauen, so wie es Maria in Fatima gesagt hat, nämlich, dass wie wir glauben und wie wir leben, dass das nach außen Auswirkungen haben wird auf unser Leben, auf unsere Gesellschaft, auf unser Land, ja auf die ganze Welt, hat Maria in Fatima gesagt. Wie sich das Land entwickelt, ist nicht ein sinnloser Zufall, sondern es hängt auch von meinem Leben aus dem Glauben ab. Das haben wir gesehen und gelernt in der Landwirtschaft, dass es eine gewisse Fruchtfolge braucht, damit die Felder fruchtbar bleiben. Das haben wir auch bei den Tieren gesehen, dass es nicht zufällig ist, was wir ihnen füttern, sondern bei falschem Futter, dass die Tiere regelrecht in einen Wahnsinn verfallen. Aber was wir noch nicht gelernt haben, ist, vor allem wir Menschen, wie wir unser Leben gestalten. Auch das hat genauso Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Und der heilige Apostel sagt, und damit möchte ich schließen, dass wir Christen nicht mehr für uns selber leben sollen, sondern für Jesus Christus. Und dass wir mit unserem Leben und Handeln die Zeit so gestalten sollen, dass Österreich christlich und katholisch bleibt. Denn Jesus kümmert sich immer, aber er wartet darauf, um Hilfe gebeten zu werden. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Wir wollen unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,